Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Einmal schlafen. Steh auf. Ich weiß nicht, warum du neben dem Bett liegst, aber steh auf. Gut. Virginia ist hier. Das bedeutet, wir haben jemanden, der uns schützt. Dann würde ich sagen, wir werden die Goldrüstung, die Ancient Armor, mal veredeln. Was ist denn mit sie? Hi. Kann ja nicht wahr sein. Der steht einfach bei meiner Pyramide. Das ist meine Pyramide. Die hab ich gebaut. Zum Glück gibt es diese Dosen. Die helfen einem unheimlich im Winter nicht durstig zu werden. Warum ist hier der Schnee ums Haus herum eigentlich so quadratisch weg? Genauso hier. War doch. War das letzte Folge auch schon so? Komisch aus. Egal. Das Tor ist hoffentlich zu. Ich ahne ja Böses, wenn ich das jetzt mache, was ich vorhabe. Aber hey. Ich würde sagen, let's go. Noch ist sie nicht shiny. Ich hoffe, danach ist sie's. So. Oh, Gewitter zieht auf. Gewitter! Virginia, es wäre schön, wenn du aus dem Haus rauskommen würdest. Ich habe nämlich böse, böse Vorahnungen, dass hier gleich ekelhafte Gegner kommen. Noch sehe ich nur Vögel. Virginia, komm aus dem Haus raus. Was der Schnee dort bei dem Gebäude macht. Ist ja witzig. Das ist genauso. Okay. Schneesturm setzt ein. Aber bisher ist alles schick. Könnte auch sein, dass es wie hier bei der Veredelung der Waffen, dass hier einfach niemand kommt. Ungeplante Natur. Aber ich kann es eigentlich nicht glauben. Ja, es blubbert genauso. Ah, wunderbar. Gucken wir mal. Ist hier drüben jemand angekommen? Ich sehe niemanden. Es könnte sein, dass wir ohne jeglichen Gegnerkontakt das Ding hier fertigstellen können. Sieht nämlich schon ziemlich golden aus. Sieht ziemlich fertig aus, würde ich sagen. Ja, war ja mal super easy, ne? Oh, ich könnte hier mal dich zurückstellen. Zack. Oder zurücksetzen, besser gesagt. Witzreich. Ja. Gut wie fertig. Virginia, kannst weiter schlafen. Es kommt offensichtlich niemand. Uiuiuiui. Gleich geschafft. Jetzt glänzt sie schön. War jemand? Nein. Ja. Und da ist sie einfach mal fertig. Genommen. Ach, hi. Ist auch mal aufgewacht. Schön. Ich gucke jetzt mal vorne bei der Verteidigung. Hier irgendwie, keine Ahnung, wenigstens jemand gekommen ist, der meine Fallen ausgelöst hat, aber hier ist einfach niemand. Ich denke nicht, dass das so geplant war. Okay, wir nehmen das so hin. Dann würde ich sagen, wir nutzen die Zeit, um Lager aufzufüllen. Dann könnt ihr gleich mal ein bisschen an meiner Stärke arbeiten.
Wir wissen ja, wir... Oh, hast du irgendwas Totes gebracht? Vielen Dank. Leg es ab. Leg es ab. Danke. Oh, vorm, vorm. Wir fahren hier mal lang. Wir müssen jetzt zum Glück nicht das Tor nutzen. Es geht auch so. Dann hauen wir hier ein paar Bäume um. Ach nee. Die Axt hatte ich mal auf der 2, aber die habe ich nicht mehr dort. So, schauen wir mal. Oh, der fällt auch um. Und der ist auch umgefallen. Mitgenommen. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Kommt auch Kelvin irgendwann wieder? Ich würde den gerne mal so ein bisschen losschicken, um bei meiner Basis alles zu reparieren. Zwei fehlen noch. Das ist der Vorteil vom Winter, man sieht die Baumstämme sehr gut. Aber an meiner Stärke hat sich jetzt nichts geändert. Ich dachte, so ein bisschen beim Holzfällen werde ich kräftiger. Aber es bleibt bei 24 hängen. Dun, dun, dun. Ah, ich kann ja kaum was sehen. So viel Schneesturm. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Einer noch, ne? Jo. Virginia, ich fülle dir nur die Lager auf. Da kannst du mir nicht wirklich helfen. Da bräuchte ich Kelvin. Dun, 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 dun. Einmal hier lang. Sollten wir vielleicht mal irgendeine Waffe vergolden, in der Hoffnung, dass dann jemand angreift? Nein, dafür gibt es ein Achievement. Wenn man alle Waffen vergoldet hat. Ich bin da ja so ein bisschen Achievement Hunter in der Hinsicht. Also nicht alle Achievements, aber ich freue mich immer, wenn ich möglichst viele habe. Der ewige Sammler halt, ne? Da, 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 da. Hier ist noch ein Stamm. Da ist noch einer. War hier noch? Ich will mal den kleinen hier. Uff. Warum fällt's? Oh, da kamen mehr als drei rum. Und hepp. Bitteschön. Rum, rum. Holzlager sind wieder voll. Steinlager wären jetzt noch angesagt. Knochenlager eigentlich auch. Aber da können wir ja dafür sorgen. Was mit euch neuen Strukturen auf sich hat, das weiß ich immer noch nicht. Ich werde wohl oder übel zu diesen anderen Höhlen hin müssen.
Was man so sieht auf der Map, die Höhlen auf dieser Seite, da gibt es eigentlich nur noch kleine. Da sollte nichts sein. Es können eigentlich nur noch diese, ich glaube, zwei Höhlen waren es, auf der anderen Seite sein. Aber da habe ich eigentlich die Fragmente gefunden. Da dürfte nichts sein, außer es sind zwei innerhalb einer Höhle. Das glaube ich persönlich nicht. Eine kleine Sache geht mir da durch den Kopf. Und es wäre, als die Version 1.0 veröffentlicht wurde und ich mir diesen endlos lang, was ist alles neue, Text durchgelesen habe. Dort stand, dass es eine neue Höhle gibt, die aber erst verfügbar ist, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Also wahrscheinlich, wenn man auf der Insel bleibt. Ich hoffe, die hat nichts damit zu tun. Oh, guck mal, was da kommt. Hi. Na, Dicker? Daneben gesprungen. In den dicken Popo rein. Deine Freundin? Wow. Oh, ich wollte an dir vorbei. Du hast mich erwischt. Du hast mich tatsächlich erwischt. Dafür will ich deinen Kopf. Mhm. Interessant. Ja, wie gesagt, da gibt es eine Höhle, die erst erscheint, keine Ahnung, verfügbar wird, wenn man das Spiel durch hat. Und der eine oder andere, der selbst vielleicht Forest gespielt hat oder es bei mir gesehen hat oder sonstiges, der auf jeden Fall das Ende von The Forest kennt, der weiß, als man das Spiel durchgespielt hat, war es so. Oh, einen Augenblick bitte. Entschuldigung, da bin ich wieder. Krankheitsbedingte Huster werden rausgeschnitten. Ich hoffe, ich vergesse nie einen. Auf jeden Fall, wenn man das Spiel durchgespielt hatte, dann hat man das Artefakt bekommen. Das hier Gegner fernhält oder sie anlockt, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Man hat noch andere Dinge bekommen. Man konnte sich hier seine eigene Familie aus Stücken herstellen und sowas. Aber auf jeden Fall, man hatte das Artefakt erst dann bekommen. Und ich hoffe, es ist nicht so. Ich hoffe, man kriegt alle Stücken zusammen, bevor man das Spiel durch hat. Es könnte ja noch die Möglichkeit geben, dass das letzte Stück in der Hölle drin ist. Oder Höhle, je nachdem, wie man es nehmen will. Auf jeden Fall dort, wo die ganzen Dämonen sind, für die wir hier die goldene Rüstung jetzt so schön glänzend gemacht haben. Das könnte auch der Fall sein. Ich weiß es halt nicht. Ja, bam, bam. Eigentlich kann ich doch mal vier tragen, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, warum ich immer nur drei nehme. Bum, 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 bum. Viere fehlen noch. Viere, ich meine drei. Da, 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 da. Diese neuen Strukturen halt so dermaßen Steine gezogen haben. War mein ganzes Steinlager alle. Was wir mal machen können. Warte mal. Ist den Topf dabei? Ja. Weil mit mehr Wasser klappt das, glaube ich, nicht. Man braucht dazu Flusswasser. Es gibt ein neues Rezept. Ich glaube, vielleicht sogar mehrere neue Rezepte. Aber eins, das ist mir in Erinnerung geblieben. Es gibt ein Marmeladenrezept. Das könnten wir ja in dieser Folge auch mal schnell noch kochen. Oder? Und dann sieht man mal hier die neue Kochanimation. Na gut, was heißt neu? Die haben jetzt einfach so ein Gestell
hinzugefügt. Man hat es eigentlich schon am Ende der letzten Folge gesehen, als ich bemerkt habe, dass ich einen zweiten Kochtopf habe. Dass dieses Ding nicht mehr so grob auf dem Feuer draufsteht. Hat das jetzt ein Gestell. Aber das könnten wir durchaus auch machen. Komme ich hier rüber? Ja, mal durchatmen. Ich will eigentlich, dass der Winter möglichst schnell wieder vorbei ist. Wenn ich das letzte Mal, als ich das Spiel durchgespielt hatte, Winter, weiß nicht, warum ich immer auf den Winter komme. Also, früher oder später werde ich das Spiel beenden. Das ist ja schon mal klar. Ich möchte ja nur mal sehen, wie das neue Ende ist. Es soll ja jetzt wohl noch ein alternatives Ende geben. Mir ist bisher nur bekannt, entweder man flieht von der Insel oder man tut es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was alternatives Ende noch bedeutet. Aber sowas hatte ich in dem endlos langen Text gelesen. Niedrig fliegende Vögel. Bam, 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 bam. Bum, 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 bum. Zwei noch. Okay. Eine letzte Fuhre Steine bitte holen. Danach können wir noch ein bisschen actionreicher unterwegs sein. Also, ich würde danach eine Waffe vergolden. Ich muss jetzt zwar ein bisschen was von meinem Solafit aus dem Lager holen, aber das ist ja egal. Dun, 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 dun. Hier einmal durch. Knochen auffüllen, das ergibt sich dann, wenn die Gegner kommen. Die Leiche immer noch dort? Die spawnen nicht so schnell, ha? Liegen beide noch da. Okay. Gut. Und ist dem so. Dir ist kalt, ich weiß, aber du trägst da eigentlich die Winterjacke, oder? Früher hat die mal kompletten Kälteschutz gegeben, jetzt ist dem nichts mehr so. Wo ich mich dann natürlich persönlich frage, wozu brauche ich die Winterjacke? Weil alle Kleidungsstücke haben eigentlich Vor- und Nachteile. Einer hat einen guten Nässeschutz und sowas. Die Winterjacke, da galt eigentlich, die hält warm. Wupp, wupp. Wupp. Und zack, 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 zack. Nee, das ist keiner. Oh, habe ich hier unten schon alle Steine aufgebraucht? Da muss ich mal nach da oben. Das sind auf jeden Fall noch welche. Dum, dum, dum. Virginia, du folgst mir. Sehr schön. Oder auch nicht so schön. Ich hätte dich gerne bei der Basis. Die Basisfolge muss auch mal sein. Wo es halt nicht so actionreich ist, ich weiß. Aber Lager müssen aufgefüllt werden. Das gehört einfach dazu.
Da sind noch welche. Schnee sieht man die echt schlecht. Wie viel fehlen denn noch? Dreier. Gut. Virginia, leg dich da nicht hin. Es ist eisekalt. Hol sie den Tod, Mädel. Jetzt komm mit. Ich möchte eine Waffe vergolden. Und Marmelade machen. Überall hängen diese menschlichen Überbleibsel in den Bäumen. Ach, furchtbar. Dun, dun, dun. Alle hab's das so. Durchatmen. Alles schick. Hier mal runter. Flum, flum. So. Wägelchen abgestellt. Sehr gut. Feuerchen gemacht. Den Topf. So, Ramennudeln und sowas. Marmelade haben wir es. Was brauche ich dazu? Nicht Tollkirsche? Heckenkirsche? Noch mehr? Nee, die 5 sind schon drin. Guck mal, die kleinen Bärchen, die da drin schwimmen. Und das ist... die. Na, dann stell's mal her. Marmelade hergestellt. Jetzt aber ja flott. Stimmt, ist ja gefroren. Hängt ja nix. Okay. Stück brauchte ich, glaube ich. Da. Müsste mal was trinken. Das zweite Döschen hier mal bitte. So. Dose weggeschmissen, wie ein echter Held. Essen wir noch einen Fisch. Ich warte jetzt kurz die Marmelade ab. Und dann vergolden wir eine Waffe. Ich stehe ja auf goldene Schussgeräte und würde gerne den Revolver vergolden. Ja. Auch wenn das die Waffe nicht stärker macht. Das weiß ich, aber ich stehe auf goldene Waffen. Ich möchte hier wirklich der James Bond Bösewicht sein. Wow. Oh. Sieht gut aus. Marmelade gesammelt. Aha. Können wir mal testen. Heiße Marmelade. Bringt jetzt aber nicht so viel. Ich habe aber 2 Statussymbole hinzubekommen. Da unten, unter dem Mond. Kann ich hier denn einsehen, was die bedeuten? Okay. Ich vergolde jetzt die Waffe, egal ob Virginia da ist oder nicht. Dann ist dem so. Achso, sie ist dran, ne? Bitteschön.
Wir schauen, kommen Gegner. Im letzten Mal kamen welche. Ist die Sache nur die hier? Im letzten Mal hatte ich, glaube, das Tor offen gelassen. Wenn das Tor nicht offen ist, kommen sie vielleicht nicht. Muss mal schauen. Dann wäre das äußerst witzig. Weil dann kannst du hier einfach ganz entspannt Waffen herstellen. Hauptsache das Tor ist zu. Dann ärgert dich niemand. Ja, durch den Schneesturm sehe ich jetzt nicht so viel. Und, machst du was? Ich dachte, vielleicht reagieren die da drauf, aber... Nee, tun sie nicht. Keins von denen reagiert. Außer, dass die Vögel da hinten mein Fleisch anfressen. Hier ist ganz genau. Geht da weg. So. Vergoldet langsam. Ha! Da! Da kommen sie. Das sind Lexis. Ja. Oh, oh, ho, ho, ho. Das ging ja mal volle Kanne in die Hose. Yo. Ich darf ja mal bitten, das zu unterlassen. Alle tot? Nee, du lebst noch. Was ist mit dir? Tut weh, hm? Merkst du selbst? Und tot war's. Hat ja Spaß gemacht, wirklich. Oh, wenn ich mich jetzt verletze, weil er so weit nach vorne geht. Oh. Was ist das? Das ist eigentlich das Geräusch, wenn... Oh, du hast meinen Zaun beschädigt. Deswegen, die Stromzufuhr ist unterbrochen. Jetzt mal die dann zurück. Die hat tatsächlich 6-mal den Zaun beschädigt. Die eine Trolle. Kann ja doch nicht wahr sein. Dabei bist du nur normale. Kann ich den reparieren mit meinem Reparaturhammer? Ah, da vorne liegt ein Stück Draht. Warte mal. Ah, sehr schön. Es fällt nur ab. Ist hier? Oh. Da ist doch tatsächlich jemand da reingeraten. Ups. Okay. Cool, cool. Warte mal. Hat mir gefallen, was ihr da probiert habt. Wirklich. Ich gebe euch... Für die Performance eine 2-. War nicht schlecht. Ich würde nochmal 6 Stück hier nehmen. Zwei reichen dann nicht mehr. Erstmal nehme ich mir natürlich meinen goldenen Revolver. Der ist schick. Der gefällt mir. Sehr schön. Was vergolden wir als nächstes? Die hatte ich, glaube ich, schon vergoldet, ne? Kann ich... Hier konnte man vergolden. Stimmt's? Genau. Bitteschön.
Wir gehen nochmal an den Zaun. Oder an meine Mauer. Gucken, wer diesmal kommt. Weil sind alle zurückgesetzt. Also der, der dort reingegangen ist, der war am coolsten. Der Twin. Oder die Twin. Twins? Nee, Twins. Wie die zerplatzt sind, das war cool. Das war richtig cool. Und muss ja ein bisschen Action haben, ne? Ich habe jetzt die Lager aufgefüllt, das war eher langweilig, also ihr wollt auch ein bisschen Action, oder? Leider das letzte Mal jetzt, weil danach habe ich kein Solafit mehr. Aber von hinten kommen sie auch nicht. Zaun müsste überall funktionieren. Selbst wenn die dort irgendwo den Draht abbasteln. Ich habe da hinten eine Solaranlage. Da hinten steht noch einer. Sehen. Und ich habe dort eine. Und die sind hier vorne am Tor verbunden. Also, es sollte eigentlich... Oh nein. Oh nein, das ist ein Holly. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, Jesus. Nicht du. Oh. Der hat meine Verteidigung mitgenommen. Darf ich mal? Weil er so dermaßen nach vorne gegangen ist. Ja, ja, ich habe meine eigene Verteidigung gesprengt. Oh, weg mit euch. Sehr unkluge Aktion meinerseits. Ich gebe es zu. Weil er so weit nach vorne gekommen ist. Oh boy. Jetzt steht der, liegt der vor allem so ungünstig, ich kann nicht an ihm vorbei. Kann ich den Zaun retten? Die Mauer. Die Mauer wäre sehr unschön, wenn die verloren wäre. Das Zäunchen, das kann ich irgendwann ersetzen. Wenn der Dicke weg ist. Jo. Alles wie neu. Man muss ja auch so schnell nach vorne kommen. Das ist kein Problem. Alles schnell gefixt. Ich meine, die Speere stehen noch. Die vorne. Der Schaden ist nicht so groß. Sagen wir es mal so, wie es ist. Da fehlen jetzt ein bisschen einzelne Zaunpartikel. Das ist aber nicht schlimm. Oh nein, ich habe den Koffer geöffnet. Ah, dumm. Naja, wenigstens waren Batterien drin. Ich rette mal hier noch ein bisschen was. Du dürftest verschwinden, wirklich. Deine dicke Gestalt darf verschwinden. Oh, es war ein starker. Interessant. Ich würde mal Haut tragen. Du darfst verschwinden. Mist, ich kann den Zaun nicht reparieren, wenn er da ist. Jetzt wird's dunkel. Egal. Egal. Schäden sind nicht so groß. Außerdem konnte ich endlich mal einen Explosionspfeil zeigen. Was der Baby? Was machst du denn hier?
Bist du reingekommen? So. Geil. Eingepinselt das schöne Ding. Virginia ist auch wieder da. Hat mir was zu essen mitgebracht. Die Dicke verschwunden. Jo, ist er. Ich hätte vor allem den Draht. Ja, die Schäden gehen. Gehen wirklich. Sind nicht so groß. Es war ein Spaß für die ganze Familie. Wir haben alle gelacht über meine Doofheit. Ich mache hier mal zu. Wir legen uns schlafen. Irgendwann repariere ich das. Versprochen. Die Fallen stehen ja noch. Und sie doch, oder? Naja. Ich muss mir die Schäden vor allem ansehen, wenn der Schnee weg ist. Weil momentan kann ich das schwer einschätzen. Komm, Virginia, wir gehen rein. Wir gehen schlafen. Also. Wir haben zwei neue goldene Waffen. Einmal das Ding. Und, oh, Colt's Revolver. Frag mich, wie viele, es sind noch sehr viele Waffen, die nicht vergoldet sind. Was noch alles vergoldet werden kann. Ich nehme mal an, die Messer, die kleine Axt, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die konnte man auch vergolden. Golfschläger bestimmt auch. Schaufel bestimmt auch. Ja, das sind noch einige Waffen. Vergoldet werden müssen. Einmal Batterien auf Reserve, auf Pump. Haftbombe. Uhr, Münzen, Draht. Uhr, Münzen waren hier drüben. Nochmal eine Haftbombe. Sieht sonst zu leer aus. Gut. Ja. Dürfte ich das mal entzünden? Dass mir nicht so ganz kalt ist. Ey, er ist direkt neben Feuer und ihm ist kalt. Er ist in der Bude direkt neben Feuer. Ah, jetzt. Wollte schon sagen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, immer schön drauf achten. Immer ein bisschen Marmelade schlürfen. Bringt echt nicht viel. Die bringt diese zwei Statuseffekte. Ich kann aber nicht so richtig deuten, was die bedeuten. Was. Ja, sauber ist alles. Aber was bedeutet das bei Marmelade? Was sind das für Dinger? Wärmend und Coziness? Keine Ahnung. Bei den anderen kann ich mir irgendwas vorstellen. Bei dem Axtkopf, ah, das wird bestimmt was mit Kraft zu tun haben. Oder dieser Arm mit dem Plus. Bei diesem Auge, dass man schwerer zu erkennen ist. Ist das jetzt, mir wird wärmer? Ist das eine Flamme und das andere ist Coziness? Ich weiß es nicht genau. Nächste Folge machen wir uns wieder auf den Weg. Du, runter vom Tisch. Ab ins Bett. Da lächelt die. Ich hab's gesehen. Okay. An dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.